Und jetzt kommen wir zu den drei Eigenschaften, die jeden einzelnen Muslim in dieser Gesellschaft ausmachen sollten. Die erste Eigenschaft, und wie gesagt, die Reihenfolge ist unglaublich wichtig. Die erste Eigenschaft ist, ich muss die Grenzen Allahs einhalten. Und deswegen, وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَتٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Ein Mann, der eingeladen wurde von einer Frau mit gesellschaftlicher Stellung und Schönheit und sagt, ich fürchte Allah. Das kann nur jemand, der die Grenzen Allahs immer einhält. Das schafft nicht jeder. Weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf alayhi salam so hervorgehoben? Weil er es geschafft hat, genau das umzusetzen, die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala einzuhalten. Und immer wieder merkt man, dass es viele gibt, die es nicht schaffen, die Grenzen Allahs einzuhalten. Und umso mehr du die Grenzen Allahs überschreitest, desto schwächer wird dein Iman. Und irgendwann einmal kann es sein, dass du ganz abkommst vom Wege Allahs subhanahu wa ta'ala, weil du permanent die Grenzen Allahs subhanahu wa ta'ala überschreitest. Und deswegen, was hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt? Es gibt eine sehr, sehr schöne Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch genau das an die erste Stelle gesetzt hat. Man hayyukum anhu fajtanibu. Das, was ich euch verboten habe, so bleibt davon fern. Und dann, guck mal, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Und das, was ich euch geboten habe, so tut davon so viel ihr könnt. Er hat nicht gesagt, ihr müsst alles machen, sondern so viel ihr könnt. Aber wenn es um die Grenzen Allahs geht, dann heißt es was? Bleibe fern. Halte die Grenzen Allahs ein. Egal, ob du in der Öffentlichkeit bist oder ob du allein bist, halte die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala ein. Weil wenn du sie überschreitest, dann wirst du irgendwann einmal so schwach werden, dass du gänzlich vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala abkommst. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt uns. Und er sagt sallallahu alaihi wa sallam, La yazni zani, hina yazni wa hu mu'min. Derjenige, der Zina begeht. Wenn er Zina begeht, ist er was? Kein Mu'min. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Und derjenige, der Diebstahl begeht und klaut, während er klaut, ist er kein Mu'min. Die Gelehrten sagen, der Iman wird emporgehoben. Und erst wenn er wieder räumlich zu Allah zurückkehrt, kehrt der Iman zurück. Das heißt, wenn ich permanent immer die Grenzen Allahs überschreite, was passiert dann? Irgendwann einmal wird der Iman so weit von mir entfernt sein, dass er nicht wieder zurückkehren wird. Und deswegen halte die Grenzen Allahs ein.